So, jetzt seht ihr geradeaus, das ist die Felsengrotte. Dann haben wir hier die neuen Kammern und darüber die historische Mühle. Und jetzt gehe ich mit euch zum Sizilianischen Garten. Ihr wolltet ja so etwas verschlungenere Wege. Es blüht natürlich noch nichts. Die Gärtner haben so ein paar Blümchen gepflanzt. Aber hier im Sizilianischen Garten leider noch nicht. Aber dass ihr ungefähr so eine Ahnung bekommt, wie das hier so angelegt ist von berühmten Landschaftsgärtnern wie Linné zum Beispiel. Hier haben wir so eine kleine sprudelnde Fontäne, so ein bisschen mickrig. Die Figuren sind noch im Häuschen. Hier ist die Fontäne, ist noch kein Wasser drin. So, und jetzt kommen wir, ach, das ist aber schade, dass die noch alle eingepackt sind. Selbst die Löwen sind eingepackt. Ach, das ist ja doof. Das ist ja wirklich blöd. Ich wollte euch jetzt eigentlich hier was mega Geiles zeigen. Der Brunnen und die Seelöwen und die Nymphen ist alles noch eingepackt. Der Marmor, ne? Dass es nicht kaputt geht. Das ist jetzt wirklich schade. Kann ich euch nicht zeigen. Bin ich extra hier hochgelaufen. Also erst bin ich zum Schloss hochgelaufen, dann bin ich wieder runtergelaufen. Okay, da fahren jetzt ein paar Jugendliche mit ihren Rädern, obwohl Radfahren verboten ist, nur auf dem Hauptweg erlaubt. Aber die machen es trotzdem. So sind sie, hört sie ja, ne? So sind sie, so ist sie, die Jugend. Es ist ein wunderschönes Licht. In Potsdam, durch die vielen Sonnsteinbauten, ist so ein besonderes Licht. Es hat so einen italienischen Touch, so ein italienisches Flair, diese Stadt. Und das ist auch dieser Zauber, den diese Stadt einfach innehat. Das ist ein wahnsinniger Zauber, der mir eben so gefällt und der mich auch irgendwie nicht loslässt, ne? Ja, die Vöglein zwitschern. Es ist jetzt so 6:30 und ach, heute haben wir ja auch die Zeitumstellung, ne? Genau, wird uns ja wieder eine Stunde weggenommen. Ich bin dafür, dass wir bei der alten Zeit bleiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich brauche das eigentlich nicht. Ich fände es schön, wenn wir einfach den normalen Rhythmus beibehalten, den uns die Natur so vorgesehen hat, ohne da irgendwie künstlich einzugreifen. Ja, was war denn noch so? Habe ich mich über irgendwas geärgert heute? Nee, ich habe mich nicht geärgert. Ich habe mich im Gegenteil, ich habe mich gefreut über die, die Resonanz meines Videos mit diesem Concealer. Als ich mich so ein bisschen erregt habe über die Werbung mit jungen Gesichtern für Anti-Aging-Produkte, dass ihr da teilweise richtig draufgesprungen seid. Das ist wirklich ein Ding, ne, was wir Frauen damit, also uns gefallen lassen müssen. Finde ich nicht okay. Ja, wir können ja dagegen aufbegehren. Weil irgendwie schrieb die eine ganz süß, die eine Zuschauerin, ja, für Tena-Binden und für Schmerztabletten und diese ganzen alten Kram, da werden wir genommen, die Generation U50 und ansonsten war es das, ne? Also alles, was so die Gesundheit betrifft, da sind wir gut genug. Aber wir sind ja, wir gehören ja noch längst nicht zum alten Eisen, im Gegenteil. Wie hat Udo Jürgens so schön gesungen? Ich bin zwar noch nicht 66, aber da fängt das Leben erst an, ne? Naja, ja, also das wird jetzt hier mein Ende sein in Potsdam. Ich bin zwar noch, also meine Abreise hat sich jetzt wieder um einen Tag verschoben. Ich werde also erst am Mittwoch nach Hause fahren. Und ich glaube auch nicht, dass ich nochmal einen Vlog machen werde. Ich habe noch ein paar Dinge zu tun. Gucken wir noch ein bisschen was an und treffen noch ein paar Menschen. Ein paar Menschen, die ich mag. Und ich hoffe, euch geht es gut. Danke, dass ihr mich so schön begleitet habt hier in diesen 2,5 Wochen. Dass ihr so fleißig kommentiert habt. Dass ihr zugeschaut habt. Auch wenn es die Videoqualität, ich meine, die Bilder sind gut, ich sehe das auf dem Display, aber ne, mit dem An und Aus, das ist jetzt nicht so 100 Pro, aber das ist eben Leben, ne? Und das ist ja auch schön. Ich finde es schön, dass ihr das auch schön findet. Also, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und auch für die neuen Abonnenten, dass sie auf meinen Kanal gefunden haben. Ey, wie fein. Ich grüße euch und seid besonders gut zu euch. Bis bald. Bye, bye.
einmal die Stiefmütterchen.